Und damit Sisul und zurück zu die Sims 3. Ja, die letzte Aufnahme wurde irgendwie unterbrochen, beziehungsweise wurde nicht richtig mit aufgenommen. Das heißt, es fehlt einiges. Und ja, man sieht schon, es hat sehr gut funktioniert. Romantisches Interesse. Und ja, sie hat natürlich einen Ehepartner, ist klar. Aber trotzdem flirtet sie mit ihm, weil er natürlich, guck mal an, er ist so ein typischer, der spanische Casanova, ne? Und ja, der konnte sie, ja, gewinnen. Und dann wollten wir, naja, man weiß schon, was man so macht, ne? Und das fand er irgendwie als unhöflich gesehen. Also sie als unhöflich, weil sie das machte. Und ja, dann wurde sie herausgeschmissen. Das fand ich merkwürdig, egal. Des Weiteren haben wir uns mit dem Hund angefreundet, das haben wir ja schon, das haben wir alles gesehen, ne? Das heißt, der Hund ist jetzt irgendwo, ja, der ist eine Freundin. Und wir haben ein paar Fähigkeiten ausgebaut, würde ich sagen, mit ihm auch. Da haben wir jetzt Athletik aufgebaut und sind jetzt, hier kommen wir alles wunderbar, wunderbar ausgezeichnet. Athletik ist wunderbar. Wenigstens, also es ist, ne? Wir werden ja nicht aufsteigen, aber ist egal. Wir sind gerade ne normale Betrieb. Ich würde sagen, wir werden mal mit den Komplizen verschwören. Das können wir ruhig mal machen. Nochmal ein bisschen. Guck mal, du bist eine Freundin, Sportlerin. Die gute Freundin. Bester Freund. Ist der Boss. Das ist ein bisschen strange, egal. Ja, ansonsten. Ja, der Hund, genau, haben wir Jagen, die Jagdfähigkeit beigebracht. Und die Fähigkeit natürlich so ordentlich, oder die Merkmale so ordentlich geändert, einfach aus Prinzip. Ach genau, sie ältert ja auch die Rude Hündin, was natürlich logisch ist. Und gerade haben wir 23 Uhr, das heißt, ja, Reste von Waffen essen, das kannst du gerne machen, und du bist ja arbeiten. Und du kannst ja mal irgendwie Samurai-Tasche. Mal gucken. Wird wahrscheinlich hier nicht so sein, wird eher draußen sein. Aber bin mal sehr gespannt. Da kannst du ein bisschen lernen, jagen lernen. Ja, auch ich finde sie süß, ne? Und man hat schon gemerkt in der letzten Folge, ich schneide hier so ein bisschen. Das liegt einfach auch daran, weil diese Sachen hier kennen wir ja schon. Und es ist manchmal wirklich so, da 10 Minuten, also ja, eine halbe Folge lang, ist halt nur Micromanagement. Das heißt wirklich aufstehen, Toilette gehen und Co. Und somit, ja, die meisten Folgen passiert dann nicht so viel. Und deshalb dachte ich, ja, schneide ich hier ein bisschen, weil außer ja die Alterung fortschreitet und es ja auch kein ewiges Let's Play sein soll. Es soll ja wirklich so sein, wenn eine wenn die Familie ausstirbt, ist vorbei. Und wenn ich das denn so spiele, dann wird es wieder über 100 Folgen haben und dann dauert es ganz schön. Also, ne? Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, haben noch andere Sims Gameplays, die ich probieren möchte, und das ist einfach so eine Versuche. Und wie gesagt, der ist jetzt in die 48, dann in 48 Tagen wird er alt, das ist natürlich noch lange hin. Er hat noch 73 Tage bis zum Rentner. Sie hat noch 37 Tage bis zur Seniorin. Also hat noch ein bisschen Zeit, um alles zu machen. Ja. Auf jeden Fall ein paar Freunde. Wir haben sehr viele Freunde. Aber ich meine, er will sowieso irgendwann alle Instrumente lernen und nehmen wir hier ein Keyboard. Geht er noch? Oh. Hm. Ja, die Kommode ist doch Quatsch. So. Ja, es wird ja so ein bisschen ein Bandzimmer, ne? Es geht aber noch, ne? Platz ist noch genug da, ja. Er ist ja virtuos, das heißt, es geht auch relativ schnell. Dann haben wir wenigstens schon mal drei Instrumente. Er will ja
ne, Bass, Gitarre, Schlagzeugfähigkeit, Klavierfähigkeit perfektionieren. Das heißt, er wäre alle Instrumente einfach können, das heißt, ja. Das können wir alles machen. So ist das Leben. Wo bist du? Ach, du bist am. Ach du, wo bist du denn? Hast du immer schon geschnüffelt? Nee. Aber sie lernt jagen. Und außerdem hat sie ein bisschen Auslauf, ist auch nicht schlecht. Ne? Oh, hat sie was gefunden? Ja. Sie ist wieder da, wo sie angefangen hat, ne? Und findet jetzt was? Ja. Habe ich doch gewusst. Hier ist losgelaufen, einmal durch die ganze Stadt und jetzt findet sie am Eingang irgendwas. Oh, vielleicht steigst du auf. Oh, Zingspat. Ein Edelstein gefunden. Nam. 400, boah, ist es schon nicht schlecht, ne? Er verdient schon nicht schlecht. Klaviertasten, um ihnen berauschende Klänge zu entlocken. Nun gibt es die Veranstaltung, um sie mit Musik zu bereichern. Camillo wird die Leute gerade hier zum Tanzen bringen. Ja, du kannst ja jetzt. Ich wollte nur die Fähigkeit, Jam, das können wir auf jeden Fall mal. Ich glaube, der Bruder muss auch ein Instrument lernen. Einfach so aus Prinzip, irgendwie ganz einfach Schlagzeug. Ne? Also ich habe überlegt, ein Instrument muss er auch lernen. Gitarre, ne? Also, aber so am Schlagzeug einfach sich hinsetzen. Das kann ich mir mal vorstellen. Gitarre, na gut, ist ja künstlerisch, er ist künstlerisch, also. Und wir müssen irgendwie Geld auch verdienen. Ja, vielleicht muss er sich doch mal für einen Job bewerben, aber der Hund, na gut, der Hund kann sich auch selber versorgen. So ist es nicht, aber wir können mal am nächsten Morgen gucken, ob irgendwas dabei ist. Wo er, naja, mehr Reisen, Traumkarriere. Wir können eine Traumkarriere mit ihm machen, dann wären wir ein bisschen unterwegs und da wäre es ein bisschen spannend. Wäre interessant und wäre vielleicht was los. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja was, was passt. Müssen wir mal schauen. Du kannst mal dein Bild fortfahren. Ich will mal wissen, wie das aussieht. Aha. Gut, er ist, ne? Das ist halt spezielle Kunst. Sieht aus, wie einmal das Ding hier an die Wand geklatscht. Aber er ist Level. Was ist er? Level 7? Mal Level 7, also. Ein künstlerischer Kopf. Können wir mal Stillleben machen? Vielleicht können wir. Wir können auch mit unseren Bildern Geld verdienen, ich Idiot. Der Hund wieder mal. Oh Gott, der braucht sozial, der ist einsam. Ja. Schnell hier hin bieseln. Hallo? Ja, Rückwärtsgang oder Vorwärtsgang, was auch immer. Danach brauchst du auf jeden Fall was zu essen. Und dann wirst du erstmal was essen. Okay, wenn du fertig bist, dann kannst du erstmal danach buanchavieren und zwar Pfannkuchen. So. Ein bisschen koordinieren, dass er alles Fähigkeiten wie man anbilden. Naja, ein Ei, so noch ein Ei, diese zwei Leute und noch ein bisschen hier Zeug rein, trocknete Früchte, ein bisschen Milch, noch ein bisschen Milch. Ich war mal ab hier. Ich war mal ab, wie ich mein schon. Und danach. Ja, du kleiner Hund. Ja, so ist das schön. Oh, du stinkst. Warum stinkst du? Warum? Hey, was ist mit dir los? Schmeckt nach Kühlschrank. Ja, wie einen billigen Kühlschrank. Ja, das müssen wir mal austauschen in Zukunft, aber jetzt nicht. Ja, wir haben, guck mal, den, das haben wir den spendiert, ja.
Oh, das ist. Okay. Ich will gerade sagen. So. Und jetzt erstmal schön spielen mit Spaß haben. So, komm mal mit hier. Ein bisschen Spaß haben, ja. Bist mit dem Hund beschäftigen, ja. So muss das sein. Komm, lass uns Spaß haben. Ja, mit deinem Schwein. Ich habe ein Schwein hier. Ah, oh, das ist süß. Bastler, natürlich. Erstmal aber das hier. Und dann will ich sagen, nein. Zuneigung, Bauchkram, Zuneigung. Leckerchen geben. Hoppala. Und tatsächlich nochmal Zuneigung. Schmatzer. Und dann nochmal streichen. Das geht. Und danach gehen wir auf Säubern, dann auf Toilette. Erst auf Toilette gehen. So, das ist wohl die ganze Zeit. Stimmt ja. Was ist das denn? Wir wollten da gerade. Oh, warum machst du. Mach doch mal das, was ich dir sage. Ja, hier ist wieder Bauer. Oh, ja, du. Visum? Hast du ein Visum? Was? So. Und nochmal. Ja. Einen Schmatzer geben zum Schluss. Oder gehen wir auf Toilette? Oh. Ja, aber erstmal natürlich mit Cleo hat Camille offensichtlich ganz oben sein Herz geschlossen. Sie möchte mit Camille Freundschaft fürs Leben schließen. Oh, das ist so süß. Freunde fürs Leben. Yes! Ah, das ist süß. Ah, das ist süß. Freunde fürs Leben. Das, ah, das ist so, das ist immer so. Tierfreundschaften, ne? Ausführen, das machen wir auf jeden Fall. Aber erstmal müssen wir noch Bass lernen. Das heißt, wir werden ja... Hier wird so ein bisschen das Musikzimmer, ne? So. Das war so klar, du. Na toll, dann gehst du ja mal duschen. Ey, wir müssen das. Was, wissen wir was? Weißt du, was wir jetzt machen? Das kannst du vergessen, also. So. Bam. Einfach mal. Also, die geht so oft kaputt, das kann ja nicht sein. So. Und dann wollten wir ja noch einen Job suchen, genau. Du wirst den Hund ausführen. Wie geht's dem Hund eigentlich soweit? Der ist ganz gut. Da würde ich sagen, Athletik brauchen wir nicht. Das machen wir. Abfüllen, das haben wir. Ausführen, dann, okay. Mehr. Was wir haben jetzt hier, wir gehen mal zur Pizza Ingradito. Aber wir müssen spazieren gehen, das ist ja, ne? Spaziergang. Komm her, mein Hund. Wo bist du, Mann? Oh, was ist denn hier los? Chakabakalaka. Komm, lass uns gehen. Etwas Spaß haben. Willst du gehen, dann gehst du. Muss ein bisschen Gassi gehen. Okay, und das nochmal. Das kann aber so lange machen, das beruhigt ihn. Ich male hier meine innere Leidenschaft hier, meine Wolken da ist. Und ich bin sehr gespannt, das große Bild, wie viel das, wie viel Geld das gab. Oh, in einer Stunde kommt die Fahrermannschaft. So lange kann er mal malen, dann kann er, wenn die Fahrermannschaft kommt, mal schon auf Toilette gehen. Ja. Yep.
Gut, dann gehst du mal auf Toilette und danach kannst du zur Arbeit gehen. So, jetzt aber schnell los. Ach, guck mal hier. Ist das der Mann? Nee, Rossi. Es ist ein Star. Sie ist natürlich, oh Gott. Sie ist mit einem Star verheiratet. Und wir haben sie an. Wir haben sie. Und sie hat eine Tochter. Und die macht mit uns rum. Das geht gar nicht. Wir werden jetzt erstmal hier spielen. Schön draußen. Und zwar abortieren. Komm, lass uns spielen, ja. Ich komm ja, Sohn. Bisschen schneller, bitte, ja? Ja, das kennen wir ja noch. Das kennen wir auch aus... 10. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Na, aber gerade so. Und heute wollen wir mal... Was los? Was willst du hier? Wer bist du? Du bist einen Tag mit einem Hund verbringen, ne? Ja, du bist ein guter Hund. Okay. Oh. Der ist ja mein, ne? Okay, das mit der Liebesbeziehung lassen wir mal sein hier. Weil das geht ja gar nicht. Das haben wir ja eine Liebesbeziehung mit jemandem, der verheiratet ist und eine Tochter. Das kann ich nicht machen. Das mache ich nicht. Okay. Zuneigung. Streicheln. Und dann hat sie noch Wünsche. Jemanden anbellen. Folgen, Zuneigung. Who's hoy?